get your fucking hands up. Herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge meines LPs. Ja, was steht heute an? Wir sind immer noch auf der Suche nach Eisen. Da wir ja gestern nur jede Menge Kupfer gefunden haben und Kohle, aber kein Eisen. Und man das Kupfer ja leider nur abbauen kann, wenn man Eisenpick hat, suchen wir doch mal weiter Eisen. Wenn es dann aufgehört hat zu regnen, gucken wir glaube ich auch nochmal nach Holz. Damit wir unsere Treppenstufe mal schön weiterbauen können. Machen wir mal gleich ein paar mehr. Hackeln kann man ja nie genug haben. So. Und auf geht's ins Dunkle. Geht das so weiter, können wir uns bald ein Haus bauen aus Marble. Was war da oben noch? Marble und Alabaster. Bauen wir uns einen Alabaster-Palast. War ja klar. Das wird ja wohl noch ein bisschen länger dauern hier mit dem Buddeln, dann machen wir gleich mal ein paar mehr. Alter, Eisen ist noch nicht da, Steine haben wir aber genug. Machen wir mal 4 Stück. Was ist da draußen los? Weltuntergang? Jawoll, regnet immer noch. Oh! Na, beinahe wär's schief gegangen. Was haben wir denn da Feines? Und schon wieder einer hochsprengen, so wie es aussieht, ist so ein Creeper. Und wieder Kohle. Okay, der ist ganz weit unten, ne? Dürfte uns ja nicht kriegen. Oh, doch. Komm her, du Sack. Gute Nacht. Da ist er abgezischt. Aber erstmal zumachen. Aber ich glaube, ich habe Eisen gesehen. Wow. Wow. Ja, nehmen wir die Kohle doch mit, da drunter ist noch Stein. Nehmen wir den Marmor gleich mit. Komm,
schon mal was mit anstellen. Ey, ist das mal so riesen Kohleadern. Ich mach nur 4 oder 5 Stück, nee, gleich mal 20. Mal gleich fleißig Eisen brennen, wenn wir welches haben. Zinn. Grünes Kupfer. Das sind wieder verschiedene Kupfersorten wegen verschiedenen Mods. Muss mal gucken, kriegen wir auch hin. Kram auf der Höhe weiter, nicht, dass wir da runterfallen. Und wie gesagt, ich bin mir sicher, da um die Ecke Eisen gesehen zu haben. Auch Zinn. Limestone, okay. Sag ich ja. Juhu, wir haben Eisen. Gucken nicht, dass wir so ein Sack hier um die Ecke kommt und uns hochsprengen will. Osmium, okay. Zeug gibt's ja. Naja, dann wollen wir doch mal gucken, was wir uns jetzt mal eine Eisenpicke machen. Und mit der dann Kupfer abbauen. Ups. Das war ein zu tief. Die Birne. Okay, auf geht's. Mal gleich hier schön abbauen alles. Was denn? So. Oh, da reicht ja ein Kohle. 4 Eisen, das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Picke. Und tada, Eisenpicke. Da können wir sie bauen. Zack. Juhu! Wir kriegen das Kupfer aus dem Raum. Was ist das denn für ein Geräusch? Das hört sich an, als würde einer klingeln. Die Nachbarn an. Sie sind ja neu, wir wollten uns vorstellen. Okay. Oder beim Nachbarn klingelt das Telefon. Einer ist schiefgegangen. Der klingelt doch beim Nachbarn das Telefon.
Okay, das war's dann aber auch wieder mit Eisen. Drei Eisen gefunden. Und das war's dann wieder. Es interessiert mich echt, was da so komische Geräusche macht. Wieder rein. Schnell wieder rein. Kannst du nur doch auch noch irgendwas, wo wir eine Eisenpicke für brauchen, ne? Ja, genau, hier. Knurrt schon wieder einer rum. Dem ging bestimmt das Telefon. Naja. Nehmen wir das Kupfer auch noch mit. Und der Näher. Gleich, wenn es wieder hell ist, rausgehen, muss uns auf jeden Fall auch was zu essen besorgen. Das Schweinchen gestern hatte ja leider kein Fleisch dabei. Das war wohl ein bisschen verhungert. Zumindest hat es kein Schnitzel abgegeben. Oh, Eisen. Marmorhütte mit Kupferdachen. Das wär's doch. Und Alabasterdach. Uran haben wir auch schon. Ah, nicht mit der. Ach, da unten ist der Knurrer. Ah, das. Bauxit. Oh. Bauxit, da kommt doch Alu raus. Enderman ist auch unterwegs hier. Ah ja, der Enderman macht ja nichts, solange wir ihm nicht in die Augen gucken. Geht der hier ja nur spazieren. Oh. Ah, Granit. Na? Da bin ich wieder. Ist mir doch tatsächlich das Spiel abgeschissen. Da muss ich wohl noch mal gucken, welcher Mod mir da querschießt. Dass das Spiel abstürzt, wenn ich was aus dem Inventar raus tue. So, und tschüss Eisen. Okay. Außer Spiel ist nichts gewesen, auch nicht so schlimm. Aber das Bauxit werden wir mal mitnehmen. So, lass erstmal Taschen leer machen.
dass wir neues Zeug sammeln können. Vielleicht ist ja auch schon wieder Tag. Kann man draußen mal auch gucken. Vielleicht. Oh, es ist Tag. Ja, dann gucken wir doch erstmal nach Wolle. Ah, super. Nein, die Kiste bleibt zu. So, erstmal alles reingeschmissen. Box. Ah ja, hier war auch noch was. Das nehmen wir auch noch raus aus der Wand. Noch mal wieder zu. Sieht nicht so schön aus. Man hat nicht Löcher in einem zu Hause. So. Schauen wir doch mal, was wir draußen alles Schönes finden. Vielleicht finden wir die Werkbank wieder, die wir gestern verloren haben. Blumen. Oh, Bären. Nein, Kaffee. Oh, Kaffee ist nie verkehrt. Wo könnten die kleinen Schäfchen sein? Schäfchen. Oh, da ist eine Kuh. Oh, da geht's tief runter. Mir fällt gerade auf, ich sollte mir vielleicht mal mein Zuhause markieren. Bin nämlich jetzt schon leicht dabei, die Orientierung zu verlieren. Ja, wo war's denn? Da oben ist der. Ah, hier. Da machen wir uns doch erstmal jetzt einen Mark hier hin. Dass wir auch immer wieder schon herfinden. Wolle fürs Bett, damit wir einen Respawn-Punkt haben und nicht irgendwo in der Walachei wieder rauskommen. Tintenfische, Zuckerrohr. Oh, da ist die Muku. Hast du ein Steak für uns dabei? Der hat einen Ring durch den Nase. Oh, das ist ein Bulle. Das könnte fies werden. Ah, kein Wasser. Shit, ich muss ja auch trinken. Ja, genau. Ich glaube. Ah, ich habe keine Gravestone-Mod drauf. Aber ein Todespunkt. Ja, ich hätte lieber euch töten sollen, das stimmt. Habt ihr recht. Ach du Scheiße! Jetzt weiß ich, was die Klinge war. Die Kampfdrohnen. Okay, der Mut ist bescheuert. Ah, ist nichts Böses, kommt zu der dämlichen. Oh, Bienen? WTF, die verfolgt einen ja richtig. Aber ich komm, ist mein ganzes Zeug weg.
Telefon, was die ganze Zeit da. Die Drohnen machen so ein Geräusch. Oh, noch alles laut. Oh, den Bullen scheint es zerlegt zu haben. Der ist aus Solidarität mitgestorben. Oh, ein Kalb. Na, das töten wir nicht. Ich suche ja eh Schafe. Schon wieder so eine Kampfdrohne. Alter! Ist ja richtig fies. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal einen Mod auf der Liste, welcher wieder rausfliegt. Ja, Zombie auch noch. Also die Drohnen sind ja richtig scheiße. Mal gucken, vielleicht arrangieren wir uns damit auch. Ja. Ich sehe gerade, die 20 Minuten Folgenlänge sind eigentlich vorbei, aber ich werde jetzt noch mein Zeug holen. Versuchen dabei nicht nochmal zu sterben. Und dann baue ich mir erstmal ein Schwert. Alles voller Bienchen. Ja, wenn ich Wolle habe oder Fäden, dann kann ich mir wenigstens auch so ein Kescher holen, der, wo ich die Bienen mitsammeln kann. Das war eine Ente. So, Zeug wieder da. Ach, das war ein Bienchen, okay. Bienchen sind ja nicht schlimm, meine Schaufel. Kein einziges Schaf. Ich brauche nur zwei Wolle. Da ist wieder ein Bulle dabei. Ich wette, der greift mich an, wenn ich die Kuh angreife. Aber wir haben hier. Oh, hier ist irgendwas gestorben. Egal, wenn ihr euer Fleisch so hinlegt, nehme ich dazu mit. Pilze. Pilze sind auch nicht verkehrt. Wasser ist ja genug da. Ich werde nur noch ein bisschen Sand noch mitnehmen. Dass ich mir eine Flasche machen kann, wo ich dann was zu trinken machen kann. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. So, das reicht fürs Erste. Dann nehmen wir noch mit. So, gehen wir mal nach Hause. Wird eh schon wieder dunkel. Eine Ente gibt keine Wolle. Oh, da bist du eine Wollente. Nee. Ah. Ja.
Schon wieder so eine blöde Drohne da in der Nähe, oder was? Na, schnell rein. Ein Eisen. Rennen wir mal erstmal. Da ist, dass ich Fläschchen machen kann für Wasser. Oh, und dann gleich das Fleisch genau was zu essen. Zwei Kohle sollten reichen. So. Aber ich werde mich jetzt verabschieden. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da. Ich würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder. Ciao.